So. Guten Abend und herzlich willkommen in die siebte Abendveranstaltung im Rahmenprogramm der Ausstellung In Search of Europe auf Augenhöhe in einer ungleichen Welt. Wir haben heute eine Filmvorführung von einem, man könnte sagen, klassischen, auf jeden Fall sehr berühmten Film Terror und Gewalt und eine Diskussion zur Lesbarkeit politischer Positionen im ägyptischen Film. Wir haben heute Bettina Gräf, Forscherin im Search of Europe Projekt. Wir haben Ferdi Abdelnour von Al Film Festival und als Moderatorin Irit Neidhardt von MEC. Und ich darf Irit das Wort hier mitgeben. Herzlich willkommen. Ja, hallo, guten Abend. Ganz kurz zu mir, ich bin eigentlich Filmverleiherin und Co-Produzentin für Filme aus dem Nahen Osten und mache heute die Moderation und würde gerne ganz paar Worte zu dem Film vorhersagen, um sie quasi auf den, zumindest was die reine Information angeht, auf den Stand zu geben von dem ägyptischen oder arabischen Publikum zu dem Film. Wie Samuli Schilke schon gesagt hat, der Film Terror und Kebab ist ein sehr bekannter ägyptischer Film. Ägypten hat die größte, vielleicht die einzige nennenswerte Filmindustrie in der arabischen Welt und exportiert in die arabischen Länder. Es wird oft Hollywood des Nils genannt, was dann manche wieder zu eurozentristisch finden. Was daran aber durchaus stimmt, ist es, ähnlich wie Hollywood, also das ägyptische Kino bis zu den Umbrüchen, jetzt ist es überhaupt nicht mehr so, geschafft hat, auch populäre Filme zu exportieren. Deutschland zum Beispiel exportiert überhaupt kein populäres Kino, weil populäres Kino immer sehr lokal ist. Vielleicht haben Sie mitbekommen, dass Til Schweigers Keimohrhasen nach Hollywood verkauft wurde, aber da ist es nur als Remake gezeigt worden. Also nur Hollywood und für die arabische Welt Ägypten schaffen das und Bollywood für Indien als hindisches Exportgut für Indien schaffen das, Märkte außerhalb des eigenen Landes überhaupt zu bestücken mit ihren Filmen, die nicht verändert werden für die anderen Märkte. Der Film ist von 1982, das ist sicher ganz wichtig, wenn Sie sich erinnern, bitte? 92, Entschuldigung. Wenn Sie sich erinnern, spätestens jetzt wäre der Fehler aufgefallen. 1991 hat George Bush Senior die neue Weltordnung ausgerufen, in der nicht mehr der Kommunismus, der staatlicherseits nicht mehr existent war, zumindest nicht mehr als Gefahr. Er brauchte einen neuen Feind und das Feindbild Islam wurde geschaffen 1991 mit dieser Deklaration der neuen Weltordnung. 92 ist dieser Film herausgekommen. Der Regisseur Sherif Arafa, was bei kommerziellen Kino nie so ganz wichtig ist, wir wissen meist auch nicht, wer den neuen Film mit Brad Pitt oder den neuen Film mit Julia Roberts gemacht hat, aber die Arafas sind eine Regiedynastie sozusagen in Ägypten, also den Namen kennt man. Zu der Zeit war es der Sohn des großen Arafa, was er heute für Bedeutung hat, können wir hinterher noch besprechen. Was in Ägypten alle wissen, ist, wer Adel Iman ist. Das ist der Mann, der die Hauptfigur spielt. Die Hauptfigur im Film heißt Ahmed, also ein Jedermann. Aber man geht und guckt den neuen Film mit Adel Iman. Und was alle wissen in der arabischen Welt, ist, dass Adel Iman nicht nur der Megastar der Stars schlechthin ist, sondern dass er sehr, sehr eng mit dem Mubarak-Regime verbunden ist und für die Nähe zur ägyptischen Regierung unter Mubarak gestanden hat und steht. Er ist einer der ganz wenigen, der kein Wendehals ist und auch nach dem Rücktritt Mubaraks quasi zu ihm gestanden hat, was für niemanden eine Überraschung gewesen ist. Für die Lesbarkeit des Films ist das eine ganz wichtige Information. Das andere ist, dass im ägyptischen Kino in der Regel in Studios gedreht wird. Die Bauten sind unglaublich gut und zum Verwechseln ähnlich. Selten wird alternatives Kino an Originalschauplätzen gedreht. Dieser Film ist bestimmt nicht alternativ, sondern absolut populär. Es gibt Zahlen, die kursieren, die sagen,
dass allein 13 Millionen Leute diesen Film im Kino gesehen haben, von einer Population damals von irgendwas in den 60 Millionen, das ist extrem viel. Dieser Film ist nicht im Studio gedreht worden, sondern am Originalschauplatz. Er spielt in der Mogamma, das ist das große Verwaltungsgebäude am Tahrirplatz, was Sie vielleicht die Nachrichten kennen von vor 2 Jahren. Das ist das größte Verwaltungsgebäude der, auf dem afrikanischen Kontinent. Und da sind einfach alle verwaltet, also alles, was verwaltet werden muss in Ägypten, wird in diesem Gebäude verwaltet. Und es ist halt ein Flügel oder ein Bereich dieses Gebäudes freigeräumt worden, um diesen Film zu drehen im Originalschauplatz. Und ebenso ist auch. Sind alle Sicherheitskräfte des Films sich original, also sind Sicherheitskräfte, keine Schauspielerinnen und Schauspieler. Das, wie gesagt, das ist die Vorabinformation, das sind die Dinge, die, wenn man in Ägypten den Film guckt, die man weiß als Vorwissen zu diesem Film. Okay, dann wünsche ich gute Unterhaltung. دور رقم كام لو سمحت؟ دور 13. ايه الهنا ده؟ ده انا احب الارقام النحس دي قوي. يا سلام، امسك يا راجل انت. نهارك ابيض زي الفل، امسك. شوف يا سعادة الباشا. امسك يا استاذ. اتفضل، نهارك ابيض ان شاء الله. الاخ شكله محتاج فلوس. لا متشكر. لا ازاي متشكر؟ ايه خد 10 20 30 اللي انت عاوزه. لا مستورة الحمد لله. هو الدور 13 في ايه بالظبط؟ مباحث الأداب. أداب؟ Filmfestival hier in Berlin, da ist er der künstlerische Leiter. Und Fadi Abdelnour kommt aus Ramallah in den Westbeck und ist mit Filmen von Arne Lehmann aufgewachsen, kann man so sagen, oder? Ja, ja. Das ist sicher nicht ganz unwichtig, einfach für den Blick, den wir oder den die beiden ganz unterschiedlich auf den Film haben und die Symbole, die auch in dem Film stecken. Vielleicht noch ganz kurz zum Hintergrund, was ich Ihnen vorher nicht gesagt habe. Der Sherif Arafa ist später, 2005, als Mubarak quasi widerrechtlich nochmal als Präsidentschaftskandidat angetreten ist. Er durfte eigentlich nicht mehr, weil seine erlaubten Legislaturperioden vorbei waren, hat er einen sehr starken Medienwahlkampf gemacht und es gab mehrere Kandidaten. Sherif Arafa, der Regisseur dieses Films, und Marwan Hamid, der Sohn des Drehbuchautors dieses Films, waren die beiden Filmleute, die die Fernsehspots für seinen Wahlkampf damals gemacht haben, 2005. Und die haben bis Januar 2011 auch weiterhin die Wahlkampfspots für Mubarak gemacht. Und der Film ist während der Umbrüche, Massendemonstrationen, Revolutionen, wie immer man das nennen möchte, europaweit viel gelaufen als früher Revolutionsfilm, was sich natürlich irgendwann zurückgesprochen hat, quasi oder rumgesprochen hat zum Tahrirplatz.
was dort diejenigen, die sich als Revolutionäre und Revolutionäre sehen, nicht nur empört, sondern auch wirklich tief beleidigt hat, weil sie das überhaupt nicht verstehen konnten, wie man darauf reinfällt, diesen Film als Revolutionsfilm zu sehen. Ich würde aber gerne auf einen Aspekt des Films besonders eingehen, weil der Film das halt als ganz einer der ganz, ganz wenigen populären Filme in die Fachliteratur geschafft hat, in die Filmfachliteratur. Und da geht es vor allem darum, dass es ein Film ist gegen Islamismus. Und das war auch der Grund, dass er 1993 in den USA in die Kinos gekommen ist. Und wenn man nochmal die Filmkritiken liest, die noch zu finden sind oder mittlerweile online sind, zum US-amerikanischen Filmstart, dann ist das einzige Thema, was zu dem Film diskutiert wird. Also es geht um überhaupt keine anderen Fragen, die der Film auch behandelt. Und ich würde euch einfach gerne bitten, aus euren jeweiligen Perspektiven das zu kommentieren, wie ihr das seht, dass dieser Film oder so ein Film überhaupt so weit außerhalb der arabischen Welt so weit aufmerksam oder so viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Ja, wie du vorher erwähnt hast, ist der Raum ziemlich klein vor dem Mikro. Ja. Wie du vorher erwähnt hast, dass viele haben den Film als Revolutionfilm gesehen. Und ich glaube, das ist eher nicht sein Verdienst. Sein Verdienst, der Film ist allerdings eine revolutionäre Propagandafilm. In der Art, wie man in Ägypten Propaganda kennt. Und daher, der Film wurde sehr gut gemacht. Und das ist so dezent versteckte Art von Propaganda, die man nicht dran gewohnt hat, oder man ist daran überhaupt nicht dran gewohnt, weder vor diesem Film oder nach dem Film. Also daher bleibt ziemlich einzigartig, und der Film probiert hat, so nach dem Motto, kleiner Fehler gebe ich gerne zu, um so einen Eindruck zu machen, dass es das Große stimmt. Und dass es große Fehler überhaupt nicht gibt und alles unter Kontrolle und alles schön und so weiter. Im Mittel, dass er die Tatsache, dieser Widerstand an sich als Thema genommen. Und in der Zeit nach der Revolution oder nach den Ereignissen, man wollte irgendwas zeigen. Und da gab es nichts, und Film dauert lange, um so ein Thema zu bearbeiten. Jetzt kann man schon sagen, dass es der eine oder andere Film ist ein Revolutionfilm, aber kurz unmittelbar danach gab es halt nicht, und deshalb sind alle irgendwie gerannt, um irgendwas zu zeigen, was man zeigen konnte. Unterdessen war dieser Film. Ja, um die Frage zu beantworten, warum in den USA der so ein Erfolg war oder warum überhaupt als ägyptischer Film in den USA gezeigt wurde, müsste ich mehr darüber wissen, was in den USA überhaupt für Filme gelaufen sind in der Zeit. Aber was ich mir jetzt vorstelle, wenn man ihn heute sieht und dann an die Anfang der 90er Jahre denke, dann bietet er eigentlich eine gute Projektionsfläche. Wenn, wie du das vorhin auch schon angesprochen hast, wenn man das jetzt sich so vorstellt, dass man ein neues Feindbild hat, also auch eins braucht, aber das vielleicht auch schon da ist, dann funktioniert der Film sehr gut. Er ist ja nicht dann so platt, also er zeigt nicht einfach islamische Terroristen, wie sie in einem bestimmten Staat oder eine Staatsmacht in Frage stellen, sondern es ist subtiler. Und ich glaube, deswegen funktioniert er dann vielleicht auch von einem anderen Publikum Anfang der 90er Jahre. Ich würde gerne mal, also es gibt ja letztendlich zwei Symbolfiguren in dem Film, also die zumindest als er gemacht wurde sehr stark funktioniert haben. Das eine ist der Islamist, dieser Beamte, der sich ja auch wie so ein roter Faden durchzieht und der, wo man eigentlich denken könnte, das wäre der, der die Staatsmacht herausfordert, und er tut es eben nicht, sondern das tut die andere Symbolfigur, die ich einfach weiter Adeliman nennen würde, weil ich am Anfang zur Einführung schon gesagt habe, man geht den neuen Adeliman-Film
gucken. Das macht man auch immer noch. Also das würde man noch machen, wenn es noch kommerzielles Kino gäbe. Das hat die Revolution abgeschafft bisher. Und ich würde euch gerne fragen, wie man mit diesen Symbolen umgehen kann, weil die, der Film bricht die ja eigentlich an ganz vielen Stellen. Wie du auch schon gesagt hast, es geht um ganz, ganz viele Probleme letztendlich in dem Film, nämlich wie der Staat eigentlich nicht funktioniert, aber er stellt ja, also der Film schafft es ja ein Drehbuch, das aufzubrechen und zu sagen, letztendlich ist der Terrorist, nämlich der Aufständische, der ist das Problem und nicht die Staatsmacht. Und trotzdem, und wie gesagt, also erinnere ich nochmal für alle Adel Iman, das ist einfach für Leute, die arabische Presse lesen oder ägyptische Filme gucken, ist der einfach völlig gesetzt als Mubarak Vertrauter. Also das vergisst man auch nicht, das vergisst man auch nicht, während man den Film guckt. Und ja, da würde ich gerne euch fragen, wie man mit diesen beiden Figuren umgehen kann oder wie ihr glaubt, dass es schafft, das aufgebaut zu haben, dass der Islamist so ein Symbol geworden ist in der Lesart. Also die vielleicht noch ganz kurz, dieser Film ist auch Anfang der 90er Jahre bei Arte gelaufen, also als Arte noch sehr viel kultureller und kritischer war als heute. Das ist viel, also der ist wirklich weit rumgegangen. Die Figuren sind, ich fange an mit Adel Imam. Eigentlich bis jetzt weiß ich nicht, wie die Figur heißt, die Adel Imam spielt. Das ist auch Ahmed, ja, ist es. Und über die Jahre, Adel Imam hat mehr oder weniger eine Rolle gespielt. Manchmal einen anderen, aber es gibt diese, eigentlich ein gutherziger Mensch, wie wir hier sehen, in so eine Situation reinkommt, weil er einfach so, dass die Sachen ihm passieren. Und bleibt immer noch, dass er der gute Figur, der in dem Fall auch nicht fähig war, auch unter dem Test, was er dran ist, jemanden zu töten zum Beispiel. Mehrmals. Und er ist nicht bösartig im Vergleich zu dem Islamisten, der eigentlich sehr selbstzentriert, egozentrisch und macht das die Religion oder sein Anhänger der Religion eher als eine Fassade vor alle anderen Sachen. Die Adel-Imam-Geschichte ist in dem Fall eine sehr kommerzielle Geschichte, die in dem Film auch wieder verwendet wurde. Und der Film war sehr erfolgreich in Ägypten und daher auch zu dem anderen Fall von vorher ist es auch ich glaube, er hat auch eine Rolle gespielt, dass er woanders auch gelandet ist, weil über Jahre, dass die ägyptischen Filme haben so nicht so erfolgreich wie die gute alte Zeiten. Und der Film war ziemlich erfolgreich, auch in dem Boxoffice. Und daher lief er auch gut. Ich glaube, das ist ganz klug gemacht, weil man hat auf der einen Seite den modernen Staat, also die Bürokratie, die nicht so gut funktioniert, mal besser, mal schlechter. Das ist nicht nur in der Mugamba so, das ist auch in den Wasserwerken so und das ist auch eigentlich in allen Bereichen so. Man hat gleichzeitig aber das funktionierende Militär, was ja auch zum Staat gehört. Also auf der einen Seite steht der Staat, auf der anderen Seite gibt es so ein bestimmtes Bild von einem Islamisten oder Ikhwan, von so einem Muslimbruder, der eigentlich nicht in der Lage wäre, irgendeinen Staat zu führen. Also noch schlechter als das, wie das jetzt funktioniert. Also der Zustand Anfang der 90er ist, dass es nicht gut funktioniert, aber wenn wir das jetzt den Ikhwan oder irgendwelchen anderen überlassen, wird es natürlich noch schlechter funktionieren. Und ich glaube, das schafft der Film gut. Und das ist, glaube ich, so die eine Antwort auf deine Frage. Ja. Ein Kommentar oder Frage zu dieser Frage. Ist das ein Revolutionsfilm oder ist das nicht vielmehr ein Regie-Propagandafilm? Ich meine, das fast gesamte Filmproduktion in Ägypten ist ja sehr stark im Bett mit dem Staat, schon immer gewesen. Das ist nicht überraschend. Und gerade die kommerzielle Produktion. Aber ich denke gerade für einen Film wie Ihr Herr Bukebar, das muss man ernst nehmen als auch so ein populärkulturelles Stück. Das ist ein Stück, wo gerade die Charakter des Innenministers ja ein propagandisches Stück ist.
Der Innenminister kümmert sich um die Sicherheit und das Wohlergehen der Bürger. Das hat in der Krim noch kein Innenminister jemals gemacht. Ach, aber das ist der Propagandateil, ist darin zu zeigen, verantwortlicher Staat. Aber ich denke, das Interessante an diesem Film und vielen anderen in den 90er und 2000er ist, dass die trotz dieses propagandistischen, patriotischen Grundgehaltes, dass die ja in die Sprache, in die Vorstellungswelt übergegangen sind. Und ich denke, ich würde die Gegenfrage stellen, was hat dieser Film zu bieten, warum ist er so populär geworden, kann man den sozusagen auch darauf reduzieren, dass es ein Regime-Propaganda-Film ist, der die Islamisten als unfähige Hypocriten und den Innenminister als verantwortlichen väterliche Figur zeigt. Der Film verhandelt viel mehr, aber Edels Frage ging ja genau in die Richtung, warum wird eigentlich nur das eine von dem Film genommen und dann diskutiert? Aber wenn wir jetzt den Film sehen, sehen wir auch, es wird eben Bürokratie in einem bestimmten Maße diskutiert, aber es wird auch Prostitution diskutiert, es wird auch doppelzüngig oder Doppelstandards werden diskutiert und es wird aber auch Solidarität besprochen, also dass Leute dann miteinander solidarisch sind und in bestimmten anderen Momenten aber nicht. Also wenn der von dem was will, bürokratisch kriegt er das nicht auf den Weg, aber wenn dann irgendwas passiert, wie das, was dann zufällig passiert ist, kann man sich doch einigen. All das bespricht der Film und das macht ihn wahrscheinlich natürlich populär, weil sich ganz viele Leute wiedererkennen. Ne? Aber die Frage war ja, warum wird er so einseitig darauf dann runter, also gebrochen, gelesen, Islamismus, Nicht-Islamismus. Und ich denke, eine Antwort ist, dass es eben, dass er so eine Dichotomie zeichnet. Ne? Der Staat ist auf gar keinen Fall islamistisch, natürlich nicht. Und er soll es aber möglichst auch nicht werden. Oder müssen wir davor Angst haben? Weil wir müssen uns ja auch die Frage stellen, warum 92 Rahab oder Kebab gefilmt wird, wo es diese großen Anschläge noch gar nicht gegeben hat. Das kommt ja alles später. Was ist da eigentlich die Rolle von so einem Film? Also das könnte man sich auch fragen. Aber ich glaube, ansonsten würde ich dir natürlich recht geben. Um ein bisschen, dass man der Zeit auch besser irgendwie erkennt, in dem dieser Film gemacht wurde, der Kontext ist ziemlich wichtig. Was ist 92? Ist kurz nach dem Irakkrieg, wo zum allerersten Mal nach langen Jahren auch Unruhen in Ägypten gab, wo auch fast ein paar Demonstrationen auf die Straßen geschafft haben. Ist der Anfang der Peace Process auch, wo die ägyptische Regierung als solche hat sich ein bisschen eher bestätigt in sein regionales Rollengefühl. Das ist auch so eine Zeit, wo eine andere interne Politik angefangen wurde. Das ist kurz danach, gab es so ein bisschen freiere Wahlen, wo die Islamisten zum allerersten Mal auch frei irgendwie in der Wahl standen durften. Und was in dem Film auch eine andere Ebene, die ziemlich sehr dezent und die nicht sofort zu erkennen ist, dass der Präsident ist getrennt von dem ganzen Statusapparat. Also das ist, alle sind fehlerhaft, von der kleinsten Beamter bis der Premierminister. Alle sind fehlerhaft, alle sind problematisch. Man kann auf jeden Fall auch über alle verzichten, aber der Präsident bleibt über dieses ganze System. Was eine Rolle ein König wäre zum Beispiel, wo er natürlich die Möglichkeit später haben konnte, seinen Sohn auch die Präsidentschaft zu geben. Und wenn man diese Filme in diesem Kontext tut, dann entschloss sich auch, warum hat man so einen Film gemacht in der Zeit, wo diese Politik auch sich geändert hat. Gibt es von Ihnen noch Fragen, Kommentare zu dem Film? Ja. Okay. Ich bin, ihr habt auf einer sehr hohen Ebene eingestiegen. Ja, also mir hätte das, glaube ich, ganz gut getan, noch eher in diesen normalen Film erstmal zu bleiben. Erstmal schnell bei dem Film zu verstehen. Also ich habe mich schon gefragt, wie kann man eben Anfang der 90er, es gibt so ein Mubarak-Film, ja, wie kann man tatsächlich solche Kritik oder ich sage jetzt Pseudokritik an den Staat halten, so ein Film üben. Also es wird zum Beispiel gesagt, fand ich schon ziemlich überraschend, das Parlament gehört ja uns. Also so einen Satz einfach so platt rauszuhauen, wenn ich den Film jetzt einfach so im Fernsehen gesehen hätte, hätte ich gedacht, wow, dass sie das einfach so in den Film bringen können, ist ja schon beeindruckend. Also mich würde schon interessieren, wie ist diese Doppelfunktion? Also
dass wir nochmal da eher auf dieser niedrigen Ebene. Ja, ich gebe dir das gleich. Darum habe ich am Anfang und nach dem Film so darauf bestanden, zu sagen, dass Adel Iman ein Vertrauter des Präsidenten ist und überhaupt nicht von ihm losgelöst zu denken ist. Also es ist es überhaupt, die beiden gehören zusammen. Von Wahid Hamid, dem Drehbuchautor, die Frau war bis vor kurzem Intendantin des Staatsfernsehens, also des öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Und Wahid Hamid hat in der Zeit angefangen, Drehbücher zu schreiben, vor allem fürs Fernsehen, ne? Das ist so ein bisschen der Doris-Heinze-Effekt, die dezidiert anti-islamistisch sind. Aber das, ich finde, das ist aber gut, das nochmal zu fragen, weil das nämlich genau der Punkt ist, von unserem Titel, ne, zur Lesbarkeit politischer Positionen in dem Film, was man vorab wissen muss. Und dadurch kommt auch zustande sicher, dass der Film im Ausland als sehr kritischer Film gelesen wurde und Fadi gerade sagt, das ist ein intelligenter Propagandafilm. Ne, also dass der Zugang zu dem Film komplett anderer ist. Ich weiß nicht, ob Sie am Anfang des Films, wie untertitelt das war, es gab so ein bisschen Text und der Filmmacher, der Regisseur oder Produzent bedenkt sich sehr bei dem Innenministerium und dem Innenminister persönlich und so weiter und so fort. Also seit langer Zeit, man darf in Ägypten nichts drehen ohne eine sehr genaue Kontrolle, vor allem in öffentlichen Orten. Auf der Straße sowieso nicht. Und in dieser Compound, wo der Film gedreht wurde, da ist alles. Also von den Sicherheitskräften, die wichtigsten Sicherheitskräften bis der kleinste Amt. Und das ist ein zentrales Haus. Und da kann man nicht einfach irgendwie einen Antrag stellen, ohne dass genau kontrolliert wird. Also wie beim Festival bekommen manchmal Einträge aus Ägypten, die so mit richtig Metallstempelt durch Sicherheit, dass die alle geguckt haben und steht manchmal mit Handschrift drauf, ja, wir haben alles kontrolliert, weil es ein Festival ist. Also das ist alles ist genau kontrolliert dort und das ist, es gibt keinen Zufall, dass man einfach so einen Film drehen konnte. Wenn ich mich nicht irre, Edith kann mich korrigieren vielleicht, aber sogar die Kombatskräfte in dem Film sind eigentlich Soldaten oder Polizisten von, ja, hast du am Anfang gesagt, ja. Das ist einfach so ein Film von vorne bis hinten, die ganze Stadt steckt dahinter. Ich weiß nicht, ob das am Anfang Ihnen aufgefallen ist, aber nicht am Anfang, als das Kabinett zusammensitzt, sagt der eine Minister, nee, das können wir so nicht machen, das wäre nicht gut für unsere Öffentlichkeitsarbeit. Und ich denke, dass man auch, selbst wenn es Anfang der 90er ist, aber Anfang der 90er ist nicht 60er und nicht 70er. Das heißt, eine staatliche Institution lernt auch dazu. Und es gibt in der Außenpolitik gibt es Soft Diplomacy. Soft Diplomacy, ja, genau. Also das sanfte Diplomatentum, dass man auch da lernt, Techniken und Strategien einzusetzen, die man eigentlich aus anderen Bereichen kennt. Sowohl visuell als auch was die Sprache angeht. Und dort, das ist natürlich in Ägypten auch der Fall. Das heißt, es ist eine gezieltere Art, Propaganda zu betreiben oder sich selbst zu legitimieren. Aber das trifft auf alle Länder zu, wenn wir uns das weltweit angucken, dass es einfach auch Propaganda anders funktioniert. Das heißt nicht, dass sie weg ist. Das ist zwar auch eine Propaganda, dass es keine Propaganda mehr gibt, aber es ist einfach subtiler. Das wollte ich nicht. Aber an einer Stelle sagt doch die Prostituierte, naja, aber bist du blöd, es wird ja alles weggekürzt, es ist ja Zensur. Also das fand ich schon, also wundert mich dann schon, dass das dann auch durchgeht, weil es ja das auch offiziell besteht. Aber es weiß ja auch jeder, dass alles zensiert wird. Ja. Das heißt, das ist auch ganz interessant, also die Vorstellung, die man sich macht von so einem autoritären System. Ich war jetzt gerade, es gehört zwar nicht dazu, aber es gehört vielleicht doch dazu, mit einer Gruppe von Studenten in Teheran, im Iran, und dort haben wir auch offiziell Gespräche geführt mit Diplomaten und durften Fragen stellen. Und dann haben wir auch schnell gemerkt, dass es ganz wichtig ist, auch für diese autoritären Systeme auf einmal
sich selbst zu legitimieren und eine bestimmte Außendarstellung an jeden Mann zu bringen. Nicht nur in der Außenpolitik oder im Fernsehen, sondern auch innerhalb solcher Austausche. Das heißt, es gehört dazu. Aber jeder, auch in Teheran, und das hat mich sehr an die DDR erinnert, jeder weiß die Regeln. Ne? Es gibt unsichtbare Linien. Repression kann man nicht anfassen, aber jeder weiß, es gibt Zensur und es gibt eine rote Linie und bis dahin nicht weiter. Trotzdem kann man sich innerhalb dieser Zensur und Regeln auf eine bestimmte Weise darstellen. Und mit dem Budget, was diesem ägyptischen Kino zu der Zeit dann zur Verfügung stand, konnte man das eben auf die Weise machen. Was diese Zensur angeht, das gehört auch wieder zum ganzen Bild, also nach dem Film. Wir haben einen Film über Protest geguckt, angeschaut. Womit kommt man von dem Film raus? Das ist, man kann sich fragen, in diesem Fall von Protest, warum macht man Protest und wie macht man Protest und was bringt das überhaupt? Und in dem Fall, wie macht man Protest durch Zufall? Das ist nicht sozusagen vorher vorbereitet. Trotz der Islamist, der eigentlich egoistisch ist, wollte damit auch nichts zu tun. Und warum? Wegen auch sehr persönlicher Gründe. Keiner, am Endeffekt alle, die da sind, alle haben Probleme, aber keiner konnte irgendeinen Wunsch ausdrücken, in dem der Zuschauer endet, ja, das muss man ändern. Also trotz der ganze Kritik, der da war, aber keiner konnte das ändern. Und die Probleme, die da waren, das kennt jeder. Also und wer in diese Probleme eingezogen sind, sind die Bürger, jeder, bis richtig hoch in die Regierung. Und am Ende, Protest bringt nichts, weil man nichts ändern kann, weil alle sind ein Teil dieses Problems. Und bevor wir was anderes ausprobieren, lass uns vielleicht schauen, ob wir unseren Umgang verbessern können, bevor wir sowieso wissen nicht, was wir verlangen sollen. Jetzt bleibt da noch eine Frage und dann hier. Ja, genau bezüglich dessen, was du gerade gesagt hast, also was so für Probleme aufgeworfen werden, die dann aber eigentlich auch nicht so wichtig sind, ist mir aufgefallen, dass für, also wenn es sich um einen Propagandafilm handelt, finde ich, begibt er sich dann teilweise schon auf relativ dünnes Eis und zieht sich dann aber irgendwie so ein bisschen plump wieder aus der Affäre. Also ich fand die Sache mit der Gerechtigkeit irgendwie ganz interessant. Ich meine, erst kommt es nicht so in Gang, keiner will irgendwas fordern. Dann kommen aber schon so von ihm ja auch einige Sachen, alles ist immer überfüllt und sein Leben ist eigentlich ziemlich mühsam und eine einzige Qual. Und dann kommen auch andere Kommentare und aha, also Gerechtigkeit fehlt uns allen. Auch wegen der Landenteignung und so weiter. Und dann weiß ich aber gar nicht, wie das dann eigentlich dann wieder plötzlich irrelevant wurde und warum sie das dann zum Beispiel nicht als Forderung artikulieren wollen. Also warum sie sich dann überlegen, okay, das sagen wir aber jetzt nicht ins Funkgerät und fordern nicht jetzt zum Beispiel mehr Busse oder besseres Justizsystem oder sowas. Also das, irgendwie verschwindet das dann einfach und es geht dann weiter und eigentlich fällt ihnen nicht wirklich was ein. Also das. Weiß nicht, das fand ich vielleicht ein bisschen plump oder vielleicht kann man das auch anders erklären, weiß ich nicht. Es wurde dramaturgisch sehr gut gelöst. Am Ende des Tages, das Leben ist auch unfair und man kann nichts machen. Also so hatte ich das im Gefühl, dass so die, also ja, klar, das muss man ausdrücken, sagen, aber das kann man irgendwie nicht mit einem konkreten Wunsch oder Weg gehen, um das zu ändern. Okay, weil es nicht konkretisiert wurde, denkst du, ja, das gehört zum Leben, mehr oder weniger. Man muss das akzeptieren. Es war ja noch ein bisschen, also es war ja so, dass manche haben dann was gesagt, was sie unter Gerechtigkeit verstehen. So dass man sich eigentlich nicht richtig einigen konnte, was Gerechtigkeit dann sein soll. Und das ist natürlich interessant, weil Gerechtigkeit ist auch ein großes Wort. Es wird aber auch von allen benutzt. Es wird auch von der Regierung benutzt, die ja auch sagen, wir sorgen für soziale Gerechtigkeit. Auch in der Revolution wurde soziale Gerechtigkeit als eine der Forderungen aufgestellt. Das ist auch etwas, was eigentlich jeder versteht. Und dann, wenn es konkret wird, konnte man sich gar nicht einigen. Ich meine, man ist ja keine Partei oder man ist ja gar nicht im Widerstand. Das ist ja quasi der Witz. Und man zeigt, dass diese Forderungen oder diese Gerechtigkeit so was Blasses dann ist. Und das, ich würde auch sagen, dramaturgisch, wenn man es jetzt so sagen will, lässt man das dann wieder so, ne? Ach, man kann sich eh da nicht einigen, das ist so ein Wort. Ne?
seht zu, dass er miteinander gut umgeht, Gerechtigkeit im Alltag oder ja, sozialer Umgang im Alltag. Und dann wird diese große, wenn es ein wirklicher Film gewesen wäre, der tatsächlich Forderungen der ägyptischen Bevölkerung formuliert oder repräsentiert, dann hätte man ja auch konkreter werden können, oder? Das ist doch jetzt hier ist das Kabinett gefordert worden. Genau, ganz am Schluss dann schon. Aber das hat er dann, also er hat es dann, erst hat er ja gesagt, ich habe keine Forderungen. Aber wenn jetzt mein Leben auf dem Spiel steht, irgendwas muss ich dann doch fordern. Aber das war ganz am Ende. Ne? Als er die Leute gefragt hat, hat jeder Einzelne was gesagt. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt richtig erinnere, aber die Forderung, dass das Kabinett zurücktritt, war seine. Von allen Ebenen. Weil er verrückt ist. Genau, das war nachher. Also, das ist das einzige konkret, was gewünscht war, aber weil der verrückt ist. Auch in Reaktion natürlich, und es ist auch schön zu sehen, dass dieses Medien- und Fernsehnachrichten spielen dann auch wiederum eine Rolle, so irgendwas beeinflusst wird oder irgendwas gemacht wird, das vorher gar nicht geplant war. Weil viele Dinge, die angesprochen werden, sind ja nicht alle per se Propaganda, aber unkritisch. Nur was am Ende rauskommt, ist, dass es wohl vergebens sein wird, sich so in den Widerstand zu begeben. Jetzt mal hier noch. Ich hatte das Gefühl, dass es so ein bisschen ein Durchhaltefilm ist. Und also immer so, es geht alles bergab, aber machen kann man eh nichts. Ja. Und dann so ein bisschen so wie Egyptian Dream, also wie sieht er denn aus? Naja, der Terrorist, ein bisschen hell, ein bisschen dunkel. Und man wollte sich genauso mit der Gerechtigkeit auch nicht auf den Ägypter festlegen, weil man das nicht kann. Und auch die Forderung der Ägypter, ja, welcher Ägypter denn? Das Ägypter aus dem Süden, aus der Stadt, aus dem Land? Des Islamisten, des Säkularen, da ging dann so ein Konflikt aus, um den Weg zu definieren, was ist eigentlich Ägypten. Und gleichzeitig geht es mit Ägypten scheinbar dem Film nach bergab. Das Einzige, was halt übrig bleibt, jedem intelligenten Menschen, ist halt, das Ganze durchzustehen. Obwohl ich ehrlich gesagt in der Szene, wo er sagt, wie sieht denn der Terrorist aus, das finde ich eine interessante Szene und gar nicht so leicht in diese Propaganda einzuordnen, weil er sagt dann, ja, er ist nicht groß, er ist nicht klein, er ist nicht dick, er ist nicht dünn. Wie wir alle. Ja, das heißt, also Terroristen könnten wir potenziell alle sein, aber das passt sich nicht so ein in diese einfache Lesart als Propagandafilm, denn man muss ja schon sich fragen, wer wird denn wann zum Terroristen oder was ist denn dann ein Terrorist eigentlich? Ne? Und Widerstandskämpfer hat ja eine ganz andere Konnotation als Terrorist und so. Also insofern war er da relativ offen am Ende, fand ich. Aber auch wieder die Angst, etwas zu definieren. Genauso wie der Ägypter nicht definiert wird, wird auch der Terrorist nicht definiert. Und auch der Islamist bleibt irgendwie sehr, sehr blass. Ja, im Endeffekt, die Regierung sollte schon Recht haben, wenn sie auch uns alle schützen würde von Terroristen, denn man nie weiß, wer ist das genau. Und daher, also dass jede Maßnahme ist schon hat eine Berechtigkeit in irgendeiner Art und Weise. Ja, ziemlich schlau dafür. Also was das angeht, ja. Ja, das ist echt alles ziemlich surreal, würde ich sagen. Also die gesamte Auflösung ist ja surreal. Das ist, und zwischendurch ist der Film auch mal surreal. Also das ist auch ziemlich witzig, ne? Weil man kann sich so ein Szenario gar nicht vorstellen. Also so wie Samuli auch sagte, der Innenminister würde sowieso nicht fragen, was der nun wirklich will. Also es interessiert ja eigentlich gar keinen. Und dann diese Auflösung, dass die alle Geld bekommen, weil sie als Märtyrer des Vaterlandes gelten, ist total witzig. Oder finde ich zumindest super witzig. Und auch, dass vielleicht so angedacht wird, der weiß, was da jetzt gerade passiert. Und dann, man könnte natürlich als Regierung auch Anfang der 90er Jahre ganz anders umgehen mit Fingerabdrücken und wer sind die alle einzeln und was haben die vorher gemacht. Und dieses ganze Szenario, was wir jetzt mit Terrorismus auch im Kopf haben, das ist offensichtlich noch nicht so ausgearbeitet. Ne? Also man kann es so noch anders auflösen. Das wäre, glaube ich, jetzt undenkbar, wenn es jetzt um Terrorismus, aber wenn man jetzt denkt, ein Film würde jetzt rauskommen und würde Terror und Kebab heißen, dann würde der bestimmt ein bisschen anders aussehen. Ne? Ich habe sowieso noch nie so einen Film gesehen mit Geiselnehmen und so, der so gut ausgeht. Genau, was bedeutet eigentlich dieser surreale Ausgang für diesen Film, wenn wir den jetzt, wie wir das jetzt vorhatten, als Regierungsfilm zu lesen? Ne? Wir haben jetzt gesagt, das bedeutet, dass es eh keinen Sinn macht, sich zu wehren. Ne? Aber könnte man auch mehr Blut zeigen, um zu zeigen, dass es keinen Sinn macht, sich zu wehren, oder? Ja, aber auf der anderen Seite, die Regierung ist ziemlich kritiklos auch rausgekommen. Die so teilweise, die sind lächerlich
gezeigt werden, aber im Endeffekt, man kann denen mit nichts irgendwie vorwerfen oder übernehmen. Die haben das ganz schon mit Handschuhe, die Hauptsache, dass am Ende, dass die, was sie auch neulich die ganze Zeit gesagt haben, das muss irgendwie das Leben muss weiterlaufen, die Angestellte muss ankommen, weil im Endeffekt, wenn dieser Zustand bleibt, es sind Geschäfte und Probleme, weil das Leben von Leuten passiert. Und daher, das Leben muss weiter, egal wie die politische Situation aussieht. Durch diese Situation, in der Sie Forderungen stellen wollten, haben Sie eigentlich sich untereinander kennengelernt und gemerkt, dass Sie alle die gleichen Probleme haben. Also der Islamist, so wie diese Hauptfigur, so wie diese ganzen anderen Leute und alle eigentlich so im selben Boot sitzen und dann so ungefähr, dann könnt ihr euch ja gegenseitig besser behandeln und dann ist es ja auch schon besser eure Umgebung. Weil Sie gehen ja total geeinigt raus, also vorher schreien sich an und dann klopft er dem Typen so noch auf die Brust und lachen und haben sich irgendwie vereint, so. Dass es dann doch was geändert hat. Also man hat jetzt zwar nicht politisch was geändert, aber hat sich vereint. Also ich denke, diese Solidarität, diese plötzliche, das hat es gebracht, aber warum eigentlich, ist auch nicht so klar. Ne? Also was jetzt der Grund ist dafür. Ja, weil sie alle gleich sind. Ja, aber es wird nicht so deutlich und es kommt auch nicht so drauf, was eigentlich die einzelnen Probleme wirklich sind. Also warum will der Islamist eigentlich immer, also der jetzt als Islamist geht, warum betet er eigentlich immer zum falschen Islam? Der ist ja völlig irre. Ne? Das bleibt dann. Ja, genau. Ja, aber das wird jetzt nicht problematisiert von dem Film. Ne? Auch die Rolle der Prostituierten, das wird nicht wirklich problematisiert. Also es werden diese Dinge so angestupst. Also sie sind da, aber sie werden auch nicht wirklich thematisiert. Man kann es nicht verstehen. Also es ist ja auch eine Komödie, es ist ja kein wirklicher Genrefilm. Oder es ist ja wirklich so ein lustiger Anfilm von verschiedenen. Ja. Ja, ja. Ich wollte noch mal fragen, also man kann den Film ja auch so als einfach zynisches Werk sehen. Und auch, also weil die Revolution wird irgendwie vorgeführt. Eine Revolution, die irgendwie sinnlos ist im Prinzip. So. Und wie seht ihr das jetzt mit den aktuellen, was passiert in Ägypten? Also genau deshalb haben die Leute auf dem Tahrirplatz sich so verarscht gefühlt, um es mal salopp zu sagen, dass der Film im Ausland als früher Revolutionsfilm gezeigt wurde. Ja, weil, also, man kann jetzt noch zynischer sagen, was waren, also eben, wie du auch gesagt hast, also es geht um Gerechtigkeit, na, das wurde nicht definiert und im Leben leider auch nicht. Aber die Frage ist schon, und darum halt auch die Frage, also was muss man für Wissen haben, wenn man nicht nur diesen Film, sondern populäre Filme insgesamt guckt und aber exportiert, weil die so stark in den Alltag eingewoben sind, dass man die, glaube ich, zwangsläufig im Ausland anders liest als im Inland. Also wenn man nicht, ich meine, Adel Iman, der ist zwar der erfolgreichste Schauspieler überhaupt, ne, seit 30 Jahren steht er permanent auf der Leinwand und man kann das Fernsehen nicht anmachen, ohne dass der nicht irgendwo gerade durch ein Fenster fliegt oder breit grinsend irgendeine Tür durchstößt oder weiß der Kuckuck, was für ein Ulk macht, ne, also den kennt man. Und gleichzeitig sieht er aus wie so ein Jedermann. Das ist, glaube ich, also ich glaube, das ist ganz schwer, dass wenn man das nicht weiß, was es für eine Figur ist, den im Ausland zu entziffern oder den, also die Attribute, die er zwangsläufig mit sich bringt für ein arabisches Publikum, wie soll man das wissen im Ausland? Und dann liest man den Film völlig anders. Ich habe den Film damals als Jugendliche angeschaut und war noch ein lustiger Film von ihnen und eigentlich habe ich keiner mehr, also bis neulich hier in Deutschland ist es überhaupt der Film mir wieder eingefallen, weil ich den gesehen, dass er gezeigt wurde oder so, also das würde ich nicht wissen, wie das der Film gewirkt oder hier konnte beim anderen Publikum wirken. Im Endeffekt, Adel Iman ist dazu auch über Jahre hinweg regelmäßig Theaterstücke hat, die auch über 7, 9 Jahre so gelaufen sind, nicht nur auf die Bühne, sondern auch im Fernsehen, überall in der arabischen Welt.
Also das ist eine Figur, der man durch auch andere Arbeiten irgendwie interpretiert und liest und wahrnimmt. Also für mich halt. Ja, was soll man dazu sagen? Das ist so ein ganz weites Feld, welche Filme aus welchem Land dann im Ausland auf welche Weise gelesen werden oder überhaupt lesbar sind und was dann transportiert wird. Also ich könnte mich ja auch, jetzt wenn ich den Film mir angucke, dann bin ich ganz erschrocken über dieses Frauenbild, was da rüberkommt. Und wenn du denkst, so, wenn alle ägyptischen Frauen entweder total laut schreien und nur Nonsens reden oder eben Prostituierte sind, also weil das sind die zwei Figuren, die vorkommen, dann wundere ich mich natürlich und frage mich, was ist daran jetzt ägyptisch von dem, was ich auch kenne, wenn ich mich mit Ägyptern zu tun habe, und was passiert dann, wenn der in Amerika läuft oder in Deutschland, also was sehen wir dann und wie verbinden wir das mit unserer Vorstellung von unserem Frauenbild, was wir vielleicht haben, wenn wir schon dort waren, ist es differenzierter, und wenn wir noch nicht dort waren, ist es nicht so differenziert, oder wenn wir viel darüber gelesen haben, wissen wir vielleicht mehr, wenn wir aber nichts darüber gelesen haben, dann haben wir eben jetzt das gesehen, was fangen wir denn damit an? Also das kann man ja auf vielen Ebenen diskutieren, ich weiß es nicht, also wenn wir jetzt wissen, dass der Film während der Revolution, also seit 2011 wieder gezeigt wurde, dann wurde er nicht wegen des Frauenbildes gezeigt, sicher, sondern wegen dieser Möglichkeit des Widerstandes oder dass man, was bedeutet es, wie kann man Widerstand leisten und was folgt dann daraus. Und jetzt, als du jetzt gesagt hast, du hast den lange gar nicht gesehen, oder wenn du dann an den gedacht hättest, hättest du gedacht, ja, noch so ein blöder Film mit Adli Mann. Aber jetzt haben wir ja uns, das wollte ich noch dazu sagen, aus einem ganz bestimmten Grund auch getroffen und überlegt, welchen Film zeigen wir hier eigentlich und warum haben wir den denn jetzt gezeigt? Vielleicht können wir dazu noch mal ein Wort sagen, oder? Also es ging ja darum, dass ich mit dem Künstler Mohammed Abdelkarim zusammengearbeitet habe und er hat eben einen Film gemacht, den man auch hier sehen kann, der ist 14 Minuten lang und wir haben gedacht, gut, der hat einen Film gemacht und es war vielleicht auch ein bisschen die Idee von André. André? Weiß gar nicht. André ist gar nicht da, aber André hatte dann die Idee, wenn hier ein Film läuft von einem ägyptischen Künstler, vielleicht können wir was zum Film, vielleicht können wir einen Film zeigen, vielleicht können wir über Film reden. Und dann so kamen wir eigentlich drauf, was für einen Film könnte man denn zeigen, den man gut diskutieren kann und der extrem ganz total anders ist als der Film, den Mohammed gemacht hat. Und sich mit Islamismus beschäftigt. Und der sich mit Islamismus beschäftigt, genau. Ich würde gerne, weil du gerade auf das Frauenbild eingegangen bist, dass wir dann deshalb... Also, dass man den so wahrscheinlich nicht liest wegen des Fortschritts. Ich habe ja gesagt, das ist einer der ganz wenigen ägyptischen populären Filme, die überhaupt in einer filmwissenschaftlichen Literatur diskutiert werden. Und da unter anderem, wenn es über Islamismus hinausgeht, unter anderem, weil er mit der Prostituierten so eine selbstbewusste Frau zeigt. Also, die Lesbarkeit verändert sich auch mit politischen Umbrüchen und mit wissenschaftlichen Modewellen vermutlich. Das war postmoderne Filmanalyse. Eine Sache, was ich erschreckend fand, als ich neulich den Film wieder gesehen habe, ist, wie sicher die Regierung war in der Zeit, auch so, wie die umgegangen sind mit der Situation. Die haben das Publikum vorbereitet auf eine politische, wirtschaftliche, neue Politik, die das Land so irgendwie begegnen würde oder sollte. Liberalisierung von Wirtschaft, so eine Welle, die danach kam, Ungerechtigkeit und so weiter, mehr davon sollte nacheinkommen. Und ziemlich erschreckend, ehrlich zu sagen, auch wie das Film endet und mehr oder weniger, wie sie die neue Welle von Protest auch mit denselben Mitteln, die man ein bisschen in den Film lesen kann, auch probieren zu würden, dass diese Proteste auch bloß darstellen, die Leute haben nicht wirklich was Konkretes zu verlangen, die Islamisten, die mehr oder weniger selbstzentriert und wollen nur ihr eigenes Programm durchziehen und so weiter und so fort. Wir müssen jetzt, ich gucke auf die Uhr und sehe, dass wir hier den Saal räumen müssen, aber vielleicht noch, weil schon die Frage kam, was das eigentlich für eine Zeit war, was wir vergessen haben zu erwähnen mit dem Irakkrieg 1991,
haben ganz viele ägyptische Gastarbeiter ihre Arbeit verloren und sind zurückgekommen nach Ägypten. Und heute wird es zumindest in Ägypten oft so diskutiert, dass mit denen der Islamismus vom Golf ins Land gekommen ist. Ich weiß nicht, ich kann jetzt nicht sagen, wie stark das stimmt oder nicht, aber das zieht sich so relativ quer durch die Mittelschicht und die Intellektuellen, die sagen, dass mit deren, also zumindest beschuldigen sie die Zeit oder legen den Boomern in die Zeit zu sagen, als die Gastarbeiter zurückkommen mussten aus Kuwait und aus dem Irak, daher haben die vor allem die im Golf waren, den Islamismus mitgebracht. Und das ist das Narrativ. Ob das stimmt oder nicht, muss man nachher draußen klären. Okay, dann möchte ich mich bei euch beiden bedanken und bei Ihnen fürs Kommen. Und die Ausstellung hier ist noch bis zum 12. Januar zu sehen, auch in der Film.